rückt jetzt langsam näher. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Wir haben es lange vorbereitet. Ich weiß nicht, was morgen mit mir geschieht, wenn ich das erlebe, physisch. Vor allem in so einer Stadt. Hier ist Musikgeschichte geschrieben worden, schon von vielen, vielen spannenden Bands, die Beatles, die Stones. Und jetzt hier in London, hier vorm Big Ben, rückt es schon näher emotional. Ich freue mich wahnsinnig drauf. So ein Meilenstein. Träumt man als Musiker von, und das ist ja schon was Besonderes. Boah, wahnsinnig aufgeregt, so spannend, mit so einem Klangkörper Musik zu erleben. Ich werde schon das eine oder andere Tränchen in den Augen haben. Es ist mega berührend. Es ist einfach die Geschichte meines Lebens. Aber jetzt kommt es schon drauf an. Unsere Heldengeschichte mündet jetzt hier. Wir haben viel, viel erlebt. Mit viel Unterstützung von unseren Fans. Ja, jetzt geht's los. Ja, yeah, so good to be back. Fühlt sich so familiär an, wieder hier zu sein. Studio 1, 1967, All You Need Is Love. 400 Millionen Menschen, BBC, rausgestreamt. Heute All You Need Is Our Love. Unsere Music Passion, unsere Musikliebe kommt jetzt hier drauf, wird dokumentiert. Ein Album für die Ewigkeit. Grundsätzlich ist ein Traum für jeden Musiker, einmal seine Musik mit Orchester aufzunehmen. Der Gedanke, der spukt in uns auch schon seit mehreren Jahren. Und ja, es kamen einige spannende Begegnungen mit hinzu. Wir haben einen tollen Orchesterarrangeur, Christian David Rieber, gefunden und wollten das dann gern aufnehmen und haben den passenden Klangkörper noch gesucht. Wir waren erst beim anderen Orchester und dann hat uns unsere liebe Chrissy, unsere Tour-Agent, unsere Tourmanagerin für UK, hat gesagt, nee, es geht nicht, es muss ein Weltklasse-Orchester sein. Und ein Freund aus der Schweiz hat uns noch darin bestärkt. Und so haben wir gesagt, ja, genau hier gehören wir hin. Es fühlt sich absolut natürlich an, hier zu sein. Und so haben wir uns das Royal Philharmonic Orchestra vorgeknöpft. Bin ich jetzt schon unterwegs mit der Musik, die mich jetzt heute hierher geführt hat. Es ist unheimlich berührend für mich persönlich. War nicht immer ein leichter Weg und ist jetzt heute ein Öffnen, ein Anfang. Es fühlt sich nicht an wie ein Ankommen, es fühlt sich total natürlich an und ist grenzenlose Freude und einfach nur Musik. Und diese Musik hier zu hören, ich wollte den ganzen Tag einfach nur mit diesen Menschen hier hören, diese Musik spüren, erleben. Da sitzen 70 Musiker, Weltklasse-Musiker, die mit mir zusammen musizieren und das macht Bam, das ist Emotion. Ich glaube, in der Musik oder generell in der Kunst passieren die spannenden Dinge immer da, wo was sich begegnet, wo was reibt. Café del Mundo ist für mich deswegen so ein spannendes Projekt, weil sich hier Welten begegnen. Und hier begegnen sich die Welt Flamenco-Gitarre mit der Welt orchestrale, sinfonische Musik. Und beide versuchen sich irgendwas zu geben, sich auszutauschen, sich zu berühren, auch sich herauszufordern. Erster Geiger sagt zu mir, ja, it's challenging, es ist herausfordernd. Ja, die Spannung war natürlich schon besonders groß heute, wie das Ganze klingt, wie sie es anfühlt. Und ich bin hin und weg hier nach dem ersten Aufnahmetag hier in Abbey Road Studios in London mit diesem unfassbaren Klangkörper des Royal Philharmonic Orchestra London. Das ist schon ein Kindheitstraum, der wahr wird. Wir haben es lange vorbereitet. Jetzt sind wir hier. Ja, Wahnsinn. Gleich mit dem Pianissimo los bei Spread Your Wings. Ich habe wirklich die erste Stunde gedacht, einfach nicht heulen, einfach arbeiten. Es sind einem manche Tränchen gelaufen. Es war unheimlich viel Freude mit dabei. Und diese Emotionen, die überwältigen einen. Und Spread Your Wings, gerade das erste Stück, das wir heute aufgenommen haben, ist für uns eigentlich, ja, so symbolisch steht es für diese ganze Produktion, weil, ja, man muss wirklich von dieser Klippe stürzen. Wir haben ein großes Wagnis hier, sind wir eingegangen für diese Produktion. Und ich glaube, es hat sich gelohnt und wir haben diesen Mut entwickelt und es war genau richtig so. Well, I've not worked on anything like this before, so it's really interesting for me. I can't say I'm well versed in the flamenco style, but it's just immediately appealing because the way you guys play is so ebullient, so joyful.
but you just get carried along by the strength of the music. Hier ist ein kreativer Hotspot. Hier treffen sich halt weltweit alle Kreativen. Hier ist seit 100 Jahren tanzt hier der Bär von Musik. Hier ist einfach das Zentrum der Musik. Und es kommt von hier wiederum in die Welt. Und hier trifft man sich, hier begegnet man sich, hier passieren die Dinge, hier wird Musikgeschichte geschrieben. Hier ist unser Album richtig angelegt. Wenn man deutsche Orchesterleiter fragt, die sagen, man kann sich die Qualität dieser englischen Orchester nicht vorstellen. Davon haben wir uns heute überzeugt. Es ist unglaublich. Was die hier abziehen, ist unfassbar. Well, firstly, I love the music. I've seen your work on YouTube and I'm really impressed by it. The playing is amazing, you guys. And Christian's done such a good work with the orchestra, with the orchestrations. So the music just feels really natural. And I mean, the response from the players has been very good. They're obviously loving playing it. So it's a real pleasure to be here. Die Zusammenarbeit mit dem Orchester ist lange, lange geplant. Es waren viele Videokonferenzen, in der akribisch dieses Material vorbereitet wurde. Und was mich besonders überrascht hat, man kam hierher, es waren wahnsinnig motivierte Musiker, die waren total auf dem Punkt. Es war sehr diszipliniert und es war von vornherein Musik da. Man hat auch gesehen, die leben diese Musik. Es ist jetzt nicht Dienst nach Vorschrift, sondern die haben das wirklich gespürt in jeder Phase. Und das haben wir jetzt auch auf diese Platte gebrannt. Es gibt kein Repertoire für Flamenco-Gitarrenorchester. Dadurch war es natürlich für das Orchester auch sehr, sehr besonders, das heute einzuspielen. Man hat es denen auch angemerkt, es ist eine andere rhythmische Sprache. Es ist die Farbe der Flamenco-Gitarre, die Flamenco-Lines, auch die spielen sollten. Das macht genau auch dieses Kribbeln da aus und das hat auch das Orchester sehr gereizt. Die Melodien erzählen auf ihre ganz eigene Art und Weise die Artikulation und das alles hat so ein Orchester nicht trainiert. Es gibt kein Repertoire dafür, es gibt auch keine Vorerfahrung. Wir sind völlig im Neuland, auch der Tonmeister oder alle bearbeitenden Tonmeister sind da im Neuland und freuen sich auch, haben diese Freude, etwas gestalten zu können, was es noch nicht gibt. Und deswegen hat heute für mich eine neue Ära begonnen, da ging ein Universum hat sich geöffnet, zu erkennen auch, dass in meinen Kompositionen eben diese Größe von einem klassischen Orchester angelegt ist. Dieses Album ist für uns ein Anfang. Es ist kein Ende, jetzt geht's erst richtig los. Café del Mundo startet jetzt richtig durch.